Hier sehen wir zwei äußerlich ähnliche Instrumente, die jedoch im Klang sehr verschieden sind. Der Gong ist aus dicken Blechen gegossen und hat einen Buckel im Zentrum. So entsteht ein relativ klarer Ton und der Gong zählt zu den Instrumenten mit bestimmter Tonhöhe. Im Gegensatz dazu hat der Klang beim Tamtam keine bestimmte Tonhöhe. Das Tamtam lässt an jeder Stelle verschiedene Klangfarben zu. Das relativ dünne Blech besitzt Spannungen, die beim Schlag eine Vielzahl von Obertönen auslösen.